Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 387. Folge vom Let's Play am 2. Onibus Simulator mit mir, auch Julian Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Griffrad in der Version V3. Diesmal fahren wir die letzte Regionlinie, und zwar die Linie 950. Sie führt vom Kleinbaum Kreisel nach Griffrad Hauptbahnhof. Fahrzeit ungefähr zwischen 10 bis 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530G in der Version OM457 HLA Euro 5 Euro 3 Void. Wir fahren im BSM Monheim Repaint. Gersberger Stuttgart, es regnet, wir fahren jetzt auch direkt los. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich von der Linie 950. Sie führt uns vom Kleinbaum Kreisel nach Griffrad Hauptbahnhof. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer. Und wir lassen Sie sicher und vor allem sanft durch das regnerische Griffrad begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen steht noch das Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Wir fahren hier den Bus mit automatischer Türsteuerung, habe ich vergessen zu sagen. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Okay, ich mache den Bus doch etwas leiser. Dann schallert der mir voll die Ohren zu. Und euch auch, das wäre nicht so prickelnd. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch allen da draußen geht's allen dementsprechend gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 350 Abonnenten. Wir haben das Jahresziel erreicht, Leute. Also vielen, vielen herzlichen Dank für euren kostenlosen Support. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich weiß, dass ich so eine tolle Community habe, die mich kostenlos unterstützt und die mich so mag, wie ich bin. Und die auch mein Content mögen, so wie es ist. Ich habe das Jahresziel erhöht. Mein neues Jahresziel für dieses Jahr sind die 400 Abonnenten zu erreichen. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Und bei den Aufrufen stehen wir bei knapp über 118.500. Vielen, vielen herzlichen Dank auch dafür.
Guten Morgen. Aber was gestern voll lustig war, ich habe gestern Abend einen Omel-Stream geschaut vom Linus. Der hat hier auf YouTube 286.000 Abonnenten. Aber das war gestern so ein lustiger Stream, der versucht andere Leute wie durch Tinder zu verkuppeln auf der Webseite. Also die Mädchen mit der mit einem von der Community, also mit denen, wo aus denen ihrer Nähe kommen, auf die ähnliche Weise, ne? Ich glaube, das Mädchen war, wie alt war sie, 15, ja? Und von hinten kam dann die kleine Schwester dann von ihr rein und sagt: Oh mein Gott, den kenne ich, das ist doch der Linus! Und dann wurde es noch lustiger, noch chaotischer, dann kam noch die Mama dazu, also am Telefon und so bei ihr. Aber was dann passiert, dann hat sie dafür gesorgt, dass die kleine Schwester nicht mehr in ihr Zimmer kommt. Das ist ja die Mutter dann Bescheid gegeben, dass ihre kleinen Geschwister nicht in den Leisten kommen sollen. Aber was dann passiert ist, dann war auf einmal bei ihr die Verbindung weg. Und dann haben alle gedacht, dass die kleine Schwester bestimmt den Stecker rausgezogen hat vom WLAN-Kabel. Aber dadurch hat die kleine Schwester den Linus bei Oma gemeldet. Aber er musste dann dafür insgesamt 10 Euro bezahlen. Mit einem halt drum und dran, und dann konnte er auch wieder auf Ome weitermachen, aber das haben sie dann geklärt und so weiter und so fort. Also das war echt lustig gewesen. Stellt euch vor, ich würde sowas machen. Natürlich frage ich die Leute auch, ob sie in dem Stream auch gezeigt werden möchten, ist ja klar, ne? Weil das wäre ja nicht so korrekt von mir, wenn ich sowas machen würde, ohne zu fragen. Und Lordinger I. Aber ich merke schon, dass ihr auf kürzere Videos steht von mir als auf längere. Das habe ich beim ETS 2 Video gesehen, dass es weniger Aufrufe hat als das von OMSI. Aber ja, man kann ja nicht immer so gut sein, aber ich kann halt nichts dafür, dass die Strecke über eine Stunde geht. Ich kann ja halt nicht schneller fahren als 90, ne? Mir geht ja auch nicht. Ich weiß auch noch nicht so genau, weil ich den nächsten Livestream machen werde. Vielleicht wieder hier am Sonntag oder irgendwann anders. Aber ihr dürft ja auch fleißig mitentscheiden, was ihr gerne in dem Stream gerne sehen möchtet. Dafür ist die Community ja auch da. Weil ihr wisst ja, ich habe so viele Spiele und man kann sich halt nicht... Ich bin so ein Typ, dass ich nicht gut für eine Sache entscheiden kann. Deshalb bitte ich ja euch ja um Hilfe.
Schreibt einfach Vorschläge in die Kommentare. Dafür habt ihr dann bis einschließlich Sonntag Zeit. Und dann mal schauen, für was ihr euch entschieden habt. Hallo. Hallo, die Dame. Kommst du rein? Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Eine Einzelfahrt. Eine Einzelfahrt. Passend. Dankeschön, die Dame. Hallo. Hallo.
Und falls ihr persönliche Buswünsche habt, die ich gerne in einem meiner Let's Plays gerne zeigen soll, also von denen, wo ich noch nicht gezeigt habe, oder falls ihr Busmodder seid und ich eure Busse in einem meiner Let's Plays zeigen soll, dann könnt ihr sie mir gerne per Discord schicken. Darüber würde ich mich sehr darüber freuen. Natürlich werde ich die Busse an niemanden weiterschicken, das ist ja klar. Ach nee, ernsthaft, Omsi? Guten Tag. Guten Tag. Jetzt kann ich jemand die enthalte Stelle, weil Omsi denkt, ja, toll. Toll. Weil ich zum Beispiel auf eine andere Kachel wechseln. Dann müsste es nachladen. Das Haus auch. Da ladet aber nicht das letzte Teil der Karte. Geil, danke Omsi. Bist ja auch wieder super. Dann müssen wir hier die Fahrt abbrechen. So, mein Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen oder Wünsche an mich gerne in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram und auf Discord. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt alle gesund, baut kein Mist und bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen Rieser. Tschüss. Und das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O530 G, 3 Türer Automatik, Euro 3 Void, im BSM Monheim Repaint. Tschüss und bis zum nächsten Mal.